Nun bist du Office Managing Partnerin bei Dentons in Berlin, der nach Berufsträgern größten Kanzlei der Welt. Wie macht sich das bemerkbar, dass ihr so groß seid und dass ihr so international seid? Oft ist es so, dass unsere Projekte sehr international aufgestellt sind und man die Gelegenheit hat, mit vielen Menschen in anderen Ländern zu arbeiten. Wir haben 200 Standorte in 80 Ländern, das ist viel. Mhm. Wir sind trotzdem, wir nennen das polyzentrisch. Das heißt, wir sind hier zu Hause in Deutschland, haben keinen Standort irgendwo auf der Welt, der uns vorgibt, wie wir zu sein haben. Wir sind eine deutsche Kanzlei, haben aber diesen globalen Footprint. Das führt dazu, dass wir eben immer irgendwo zu Hause sind und versuchen auch kennenzulernen und tatsächlich so zusammenzuarbeiten, wie eine Kanzlei das eben kann. Mhm. Mit den Leuten vor Ort dort, mit den Leuten vor Ort hier, manchmal mit der Zeitzone ein bisschen schwierig, aber man lernt sehr viele fremde Kulturen kennen, das kann ich sagen. Laszlo fragt, Mitarbeiter-Events habe ich in der Vergangenheit als notwendige Pflicht zusätzlich zur Arbeit wahrgenommen. Braucht es das heutzutage noch? Laszlo, ja. Ja, das braucht es. Man muss sich ja kennenlernen. Ich habe das ja schon gesagt, man muss auch andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen, um mit ihnen arbeiten zu können. Wir haben regelmäßig auch global Treffen. Und das ist messbar. Das führt dazu, dass danach der Austausch der Mandate hin und zurück einfach ansteigt. Das lässt sich wirklich messen, wirtschaftlich auch messen. Der Austausch von Mandaten? Ja, dass man mal jemand anruft in einer anderen Region oder weiß, an wen man sich wenden kann. Ja. Und die Hürde ist einfach viel geringer, wenn man sich schon mal gesprochen hat, wenn man sich schon mal gesehen hat. Bei welchem Mandat hat die Zusammenarbeit mit jungen Kollegen und Kolleginnen am meisten Spaß gemacht? Im letzten Jahr haben wir eine Verfassungsbeschwerde erhoben mit Vereinten Kräften im Bereich Medien. Die haben wir wirklich in einem Gemeinschaftsprojekt zusammen fertiggestellt, am Computer, teilweise noch an letzten Formulierungen geschraubt, geguckt, dass wir alle Formalien einhalten. Das war wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Am Schluss haben wir gefaxt an 4 Faxgeräten, weil es so lang war. Und wir wissen nun, das Bundesverfassungsgericht hat 4 Faxgeräte. Mindestens 4 Faxgeräte. Und danach sind wir was trinken gegangen. Aber das war noch mitten in Corona. Und wir waren so lange nicht mehr irgendwie irgendwo und waren dann bei uns am Gendarmenmarkt in der Bar. Und es war ein lauer Sommerabend und das war einfach wirklich toll. Es war ein unfassbar gutes Gefühl, dieses hochwertige, intellektuelle Hochreck-Projekt abgegeben zu haben gemeinsam. Und das war wirklich ein schönes Gefühl. Cool. Du warst davor bei einer anderen Kanzlei tätig. Man kann es in unserer gemeinsamen Podcast-Folge noch nachhören. Wie unterscheidet sich die Arbeit von der damaligen Einheit, die ein bisschen größer war, von der Arbeit, die du heute machst bei WIPOC? Ihr habt wie viele Mitarbeiter? Ne? Wir sind jetzt inzwischen über 100 Firmen. Okay. Also es ist von der Größe fast vergleichbar. Ich kann sagen, gar nicht so viel kleiner. Genau, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass es vorher eine Full-Service-Einheit war. Ja, und wir sind jetzt eine Einheit, die sich sehr, sehr stark auf das Startup-Ökosystem fokussiert hat. Wir haben so die wesentlichen Bereiche, Fondsstrukturierung, Transaktionsberatung, Steuern und IP/IT und dazu noch Krypto, Blockchain, Notariat. Das heißt, ganzen hippen Kram. Den ganzen hippen Kram, den man in der Startup-Welt so hat. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dadurch, dass wir uns so stark fokussiert haben auf einen bestimmten Bereich und wir eigentlich von der Größe jetzt inzwischen die Größe einer mittelständischen Full-Service-Kanzlei haben, ist es zum Beispiel relativ einfach, Urlaubsübergaben zu machen. Oder es ist auch zum Beispiel sehr einfach, in Elternzeit zu gehen. Mhm. Weil wir ein so großes, dezidiertes Team haben, die sich mit den gleichen Bereichen auseinandersetzen, dass man sehr, sehr gut aushelfen kann, wenn mal irgendwo Frau oder Not an Frau oder Mann ist. Ja, insofern hast du die Frage, wie sich das Kanzleiklima in den letzten 10 Jahren geändert hat, ja schon ein bisschen mit beantwortet. Mir ist bei der Vorbereitung auf dich und auch auf eure Kanzlei aufgefallen, insofern würde ich die Frage mal ein bisschen abwandeln, dass ihr auch die Management-Themen in der Kanzlei ziemlich mitdenkt. Also ihr seid nicht einfach Anwälte, die sich zusammengeschlossen haben, sondern ihr, so ist meine Außensicht, reflektiert auch ziemlich viel darüber, wie ihr eigentlich arbeitet. Ist das richtig? Das ist, glaube ich, richtig. Also ich glaube, bei uns ist die immanente Kanzleikultur learning from the best.
Ja, wir versuchen in dem, was wir machen, anwaltlich die Besten zu sein. Und genauso versuchen wir uns in den Themen wie Management oder People and Culture, wie organisiere ich eigentlich so einen mittelständischen Betrieb, also wir sind über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt, wie organisiere ich den? Und wir haben letztlich Jura studiert als Anwältinnen und Anwälte und eben nicht Management, ja, nicht Process Management. Ja. Und deshalb holen wir uns da Spezialisten rein, die das für uns mitdenken und uns helfen, ein moderner, angenehmer Arbeitgeber zu sein. Julia fragt, wahrscheinlich bezogen auf deine Tätigkeit als Legal Tech Dozent. Disclaimer, wir machen das zusammen. Welche Fähigkeiten muss ich besitzen, oder fragt, um technisch fit genug zu sein? Ich nehme mal an, bezogen auf die anwaltliche Tätigkeit. Also, Julia, du musst nicht programmieren lernen. Es muss auch niemand Angst um seinen Job haben, weil es jetzt Legal Tech gibt, der jetzt gerade die Universität verlässt, auf gar keinen Fall. Es wäre super, wenn man das, womit man täglich arbeitet, Word, Excel, Outlook, das Betriebssystem, PDF-Programme etc., wenn man das richtig gut beherrscht. Und zwar so gut, dass man nicht nur weiß, da, so setze ich eine Fußnote, sondern dass man auch ein bisschen komplexere Sachen machen kann. Denn damit macht man sich das Leben im täglichen Arbeiten dann doch sehr, sehr viel leichter und das ist ein echter Vorteil dann. Anknüpfend daran die Frage von Rarif. Welche Teile anwaltlicher Arbeit wird durch Technologie deiner Meinung nach ersetzt werden? Also ich glaube, weder der Entscheider, also der Richter oder Schiedsrichter, noch der Anwalt wird in den nächsten 50 Jahren verschwinden. Das Berufsbild wird es weitergeben. Wir werden viel Standardarbeiten abgenommen bekommen. Sachverhaltsaufbereitung, Faktensammlung, erste Analyse von Faktensets, solche Sachen, solche vorbereitenden und assistierenden Arbeiten, die werden uns durch Programme und Software abgenommen werden. Und wir werden dann eigentlich, was ja ganz schön ist, mehr Zeit haben für das Wesentliche, für die anwaltliche Arbeit, für das Kreative an dem Beruf. Also die ganze monotone Arbeit fällt Schritt für Schritt weg. In diesem Kontext gibt es einen Legal Engineer, wird zumindest nach Süskind, der ein bekanntes Buch zu dem ganzen Thema geschrieben hat, ziemlich viel diskutiert. Was macht ein Legal Engineer? Sollte das ein Engineer sein, der vielleicht auch was von Recht versteht oder ein Jurist, der technisch fit ist? Wie siehst du die Rolle und hat das Modell Zukunft? Also ein Legal Engineer, da muss man dazu sagen, das Berufsbild muss ich erstmal finden. Ja, es gibt jetzt so den Begriff. Das ist nach meinem Verständnis jemand, der sich auf die Schnittstelle zwischen Juristen und Informatikern, Programmierern setzt und der sehr intensiv damit beschäftigt ist, Automatisierungsprozesse zu finden, Optimierungspotenzial zu sehen oder einfach bei Großverfahren wie jetzt Dieselklagen oder Ähnlichem zu unterstützen und da so Forms zu bauen und Ähnliches. Ich glaube schon, dass es dafür in einem begrenzten Umfang auch ein Anwendungsfeld gibt. Das ist jetzt kein Beruf, der neben den Beruf des Anwalts treten wird. Ich glaube, wir werden eher dahin kommen, dass der Anwalt an sich oder die Anwältin an sich diese Skills so ein bisschen mitbringen muss und selber mit den Informatikern wird sprechen müssen. Oder vielleicht auch Tools anwendet, die dann in den letzten Jahren gebaut wurden. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Ja, so ist es. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten dieser Episode Frag die Anwälte. Und in der nächsten erfährst du, was Mülltrennung mit Mandatsgewinnung zu tun hat. Viel Spaß!